Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von Mathematik macht Freude, Freunde, zum Thema Potenzen. In den letzten Videos haben wir 6 Rechenregeln über Potenzen kennengelernt, die wir heute vertiefen wollen. Also zur Wiederholung. Potenzen mit derselben Basis werden multipliziert, indem man die Hochzahlen addiert. Potenzen mit derselben Basis werden dividiert, indem man die Hochzahlen subtrahiert. Das Produkt von 2 Zahlen wird potenziert, indem man die einzelnen Faktoren potenziert. Und das Gleiche gilt bei einer Division innerhalb einer Klammer. Steht über einer Potenz ein weiterer Exponent, so werden die 2 Hochzahlen miteinander multipliziert. Und eine Zahl mit negativer Hochzahl, n, kann man umschreiben als 1 durch diese Zahl hoch plus n. Hier im Mastery-Video präsentiere ich dir einige Rechnungen, die du versuchen kannst, selbst zu lösen. Sollten noch einige Schritte unklar sein, schau dir am besten nochmal die Basic-Videos in diesem Lernvideozyklus an. Wenn du dich in der Anwendung der Rechenregeln sicher fühlst, dann bist du nun bereit, die folgenden Aufgaben selbstständig zu lösen. Schau dir die Aufgaben in Ruhe an und drücke am besten auf Pause, während du sie löst. Um die Lösungen zu sehen, drücke wieder auf Play und vergleiche dein Ergebnis. In der ersten Rechnung wenden wir die Hochzahl nach der Klammer auf alle Faktoren in der Klammer an. Bei a hoch 4 bedeutet das, dass die Hochzahlen multipliziert werden müssen. Und am Ende erhalten wir a hoch 8 mal b hoch 2 mal c hoch 2. Bei der nächsten Aufgabe fassen wir zunächst die Potenzen mit gleicher Basis zusammen. Da e einmal im Zähler und einmal im Nenner steht, müssen wir die Hochzahlen subtrahieren. Wie im ersten Beispiel wenden wir nun die Hochzahl 3 auf alle Faktoren in der Klammer an. Am Ende erhalten wir eine negative Hochzahl und geben diese in den Nenner. Im dritten Beispiel erkennen wir, dass wir immer die gleiche Basis haben und somit alle Variablen zusammenfassen können. Zuerst lösen wir die Klammer, dann addieren wir die Hochzahlen jeweils in Zähler und Nenner. Anschließend kannst du kürzen, indem du oben und unten durch s dividierst. Du erhältst dann eine negative Hochzahl, die du wieder in den Nenner schreiben kannst. Im letzten Beispiel scheint es vorteilhaft, zuerst den Bruch aufzulösen und statt einer Division durch t hoch 8, t hoch minus 8 zu schreiben. Nun fassen wir jeweils die Potenzen mit gleicher Basis zusammen. Wir beginnen mit g und erhalten nach Addition der Hochzahlen g hoch 12. Bei r summieren wir 5 und 7 und erhalten wieder 12 als Hochzahl. Bei t haben wir 12 minus die 8 aus dem Nenner und erhalten t hoch 4. Nun wenden wir ein letztes Mal die gelernten Rechenregeln für Potenzen an. Jetzt schauen wir uns an, ob das Gelernte sitzt. Nehmen wir an, du hast eine Rechnung wie hier. Als ersten Schritt gilt es, die Klammer zu lösen. Du weißt, eine Hochzahl nach einer Klammer wird auf jeden Faktor in der Klammer angewendet und eine Hochzahl über einer Hochzahl bedeutet, dass du sie miteinander mal rechnen musst. Aus a hoch 2 mal b hoch 4, Klammer zu hoch 3, folgt also a hoch 6 mal b hoch 12. Und den Rest lassen wir erstmal gleich. Als nächstes fasst du die Potenzen mit gleicher Basis zusammen. Aus den vorherigen Rechenregeln weißt du, dass wir a hoch 6 kürzen können mit a hoch 3, indem wir 6 minus 3 rechnen. B kannst du erst im Zähler zusammenfassen, indem du die Hochzahlen der Multiplikation addierst. Also 12 plus minus 8 ist gleich 4. Und als nächstes minus der Hochzahl im Nenner rechnest. Also 4 minus 2 ist gleich 2. C kannst du kürzen, indem du die Hochzahlen miteinander subtrahierst. Also minus 5 minus 1 ist gleich minus 6. Zu guter Letzt kannst du die negative Hochzahl auch noch in den Nenner schreiben
und erhältst a hoch 3 mal b hoch 2 durch c hoch 6. Wenn das Lösen der Beispiele gut geklappt hat, darfst du dich nun stolz Profi der Potenzen nennen. Solltest du noch mehr über Potenzen und deren Umkehrung, dem Wurzelziehen, erfahren wollen, dann kannst du im Anschluss den Lernvideozyklus von Fabio im Ordner zur Algebra und Geometrie anschauen. Der Videozyklus hier ist nun aber zu Ende. Ich hoffe, die Videos konnten dir beim Lernen weiterhelfen und ich wünsche dir in Zukunft noch viel Erfolg. Tschüss!